mitten aus dem Schwarzwald, die Pierre M. Krause Show. Gast ist heute Sascha. Er macht heute auch die Live-Musik in der Show. Und hier ist der Mann, der nackt neben Jörg Pilawa schläft. Hier ist Pierre M. Krause. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zur 535. Ausgabe dieser Show live aus Baden-Baden im Studio 5. Ich habe hinten immer so ein Hörnchen, das kriege ich immer gewunken. Jetzt muss ich mir ab und zu mal weglecken. Wenn Sie sehen, dass ich ein Hörnchen bekomme, dann machen Sie mich bitte darauf aufmerksam. Und auch wenn mit der Frisur was nicht stimmt. Gut. Sie müssen jetzt ganz stark sein. Es gibt eine neue Studie, sie ist ganz aktuell. Es ist diese Studie, eine Schockstudie. Bereits geringe Mengen Alkohol verkürzen unsere Lebenszeit, meine Damen und Herren. Ich weiß, Sie machen sich jetzt Sorgen um Nadel. Da ändert sich nichts. Sie trinkt keine geringen Mengen Alkohol. Da müssen Sie sich überhaupt keine Sorgen machen. Alkohol verkürzt das Leben. Das ist es wissenschaftlich erwiesen. Das heißt, die Lebenszeit wird kürzer. Ich habe eine ganz einfache Lösung für Sie. Trinken Sie einfach schneller. Sehr schöne Geschichte. Ein Tipp zum kostengünstigen Reisen. Hier, ein junger Mann ertindert sich seinen Wunschtrip durch Europa. Ein 26-jähriger Belgier hat sich mithilfe der Dating-App Tinder in 8 europäischen Ländern kostenlos Urlaub erschlafen. Ja, also weil er bei den Frauen schlief. Also beischlief. So. Geschlechtsverkehr, Mann! Ich weiß nicht, spät. Ja. Tolle Idee. Da freuen sich auch die Euroskeptiker und Eurogegner. Credo perfekt umgesetzt. Fuck the EU! Er hat es in 21 Schlafzimmer geschafft, von 21 Frauen, und erhält jetzt dafür die Dieter Wedel Ehrenurkunde. Herzlichen Glückwunsch. Nach seinem Trip hat er sich bedankt, er hat sich bei seinen Gastgeberinnen bedankt und bei Dr. Alexander Fleming für die Entdeckung des Penicillin. Junger Mann ertindert sich seinen Wunschtrip. Eigentlich hätte es heißen sollen, junger Mann ertindert sich seinen Wunschtripper. Aber gut. Ich habe es auch mal versucht. Ich wollte auch mit Tinder durch die ganze Welt. Aber ich habe es nur bis Pforzheim geschafft. Absolute Lieblingsmeldung diese Woche. Im britischen Warwickshire hat die Polizei einen Trickdieb gesucht. Und das ist, also, die haben ein Phantombild gemacht. Mit hochkomplizierter Kriminaltechnik ein täuschend echtes Phantombild erstellt. Der Täter ist noch nicht gefasst. Hier ist das Original-Fahndungsbild, das die Polizei so getwittert hat. Schön, oder? Ja. Wie echt? Sagen wir, wie echt? Angeblich hat der Mann einen Kleinwagen gestohlen, den er dann in seinem Mund versteckt hat. Vielleicht ist es ja eine Polizeitaktik, wir wissen es nicht. Vielleicht bauen die ja darauf, dass der Gesuchte sich beleidigt fühlt und der Polizei bald ein besseres Foto von sich schickt. Wir wissen es nicht. So, hier ist noch ein Witz für unsere Sparfüchse aus dem Südwestin. So lacht der Südwestin. Was sind die teuersten Tomaten? Na, richtig, Geldautomaten. Echt jetzt? Echt jetzt? Meine Güte, hätte ich das gewusst, hätte ich gleich damit angefangen. Es gibt in Deutschland erschreckend immer weniger Geldautomaten. Ja, die Geldautomaten, es wird immer weniger Geldautomaten. Oder wie Kathi Hummels sie nennt, Matz. Das heißt, es gibt auch immer weniger Bargeld. Ich kenne Leute in der Fernsehbranche, die stecken den Stripperinnen aus Verzweiflung schon Überweisungsträger in den Tanga. Das ist wirklich wahr. Ich sag nur Finanzkrise, ihr hört ihr Trapsen. Die Zinsen sind immer noch auf dem Rekordtief. Der durchschnittliche Sparer weiß nicht, wo er sein Geld anlegen soll. Und wir als seriöses, gebührenfinanziertes Wirtschaftsmagazin raten Ihnen jetzt, gehen Sie ins Casino. Ja, gehen Sie ins Casino. In Baden-Baden zum Beispiel haben wir ein schönes Casino. Das ist das einzige Casino, wo man sich das Pokerface nicht antrainiert, sondern spritzen lässt. Ich wäre ins Baden-Badener Casino gegangen, aber ich habe mich nicht getraut, aus Angst beim russischen Roulette zu verlieren. Aber in Bad Homburg, da gibt es auch ein tolles Casino. Und da dachte ich mir, hey, Zeit für einen Besuch dort, in Bad Homburg. Denn ich habe mich mal wieder coachen lassen, dieses Mal im Geld vermehren. Bam! Oh Gott. Don't be blind.
There's a rainbow in the sky. Wenn das hier eine SWR-Sendung wäre, dann würde ich diesen Beitrag jetzt beginnen mit einem Gag. Hey, so angezogen können wir doch nicht in No-Smoking-Bereich. Das ist ein guter Gag. Mein Name ist Fadl. Mein Name ist Krause. Ich bin der Chefausbilder hier in der Spielbank Bad Homburg. Jawohl. Und das wird jetzt Ihr Übungsplatz sein. Mesdames et Messieurs, faites votre jeu. Rien ne va plus. Adios, amigos. Hossa, hossa. Die letzten beiden habe ich improvisiert. Ich glaube, das hat niemand gemerkt. Genau. Wir sollten den Gästen schon die Möglichkeit geben, dass sie auch setzen können. Ach so. Weil sie bitten zum Spiel. Drei Stühle bitte. Unsere Gäste würden sich gerne setzen. Wie nennt man uns jetzt eigentlich? Was sind wir denn hier? Croupier. Croupier. Ah? Vielleicht auch Dealer. Oha. Will jemand ein bisschen Shit kaufen? Und damit meine ich wirklich Kot. Hat so ein Croupier eigentlich auch Croupies? Vielleicht. Oh. Oh. Der Genießer schweigt. Was ist denn ein Croupier? Ein Croupie. Das ist so ein kleiner Fisch. Sagt man noch Blackjack oder sagt man Multicolored oder irgendwie so? Ist das nicht Blackjack. Blackjack, okay. Wir haben jetzt hier das höchste ist 500. Und den größten Jeton, den wir hier im Hause haben, ist dann 20.000. Yes, ist gut. Das ist aber ein sehr großer Jeton. Da müssen zwei Leute kommen und den reintragen. Okay. Wenn jetzt die 13 kommt, bekommt er dann das 13-fache von 100? Nein, er bekommt das 35-fache. Das heißt, wir würden auszahlen. Das 35-fache, Herr Krause. Ihr iPhone können Sie in der Tasche lassen. Das dürfen Sie auch gar nicht mitführen. Das habe ich Ihnen doch vorhin schon gesagt. Wie rechne ich das denn dann aus? Im Kopf? In meinem? Ja, in Ihrem. Ich glaube, ich rechne das erst, wenn der wirklich gewinnt. Dann haben Sie auch Platz für andere Dinge im Kopf. Absolut. Zum Beispiel für das Drehen der Kugel. Und dieses kleine Pagenuniform tragende Äffchen, das Schellen aneinander schlägt. Da ist es. Da ist es. Okay. Möchten Sie mal die Kugel drehen? Alinieren, das heißt, die Jetons hier so runternehmen und dann wieder aufnehmen. Ja, super. Alinieren. So. Mit der rechten Hand? Natürlich. Ich aliniere immer mit der rechten Hand. Dann müsste ich mich mal kurz hinsetzen. Sehr gerne. Ich zeige Ihnen nämlich das Mischen. Ich mich dort hinsetzen. Das ist aber... Das heißt, Sie müssen so kurz aufstehen. Ich dachte, Sie waren auf meinen Schoß. Nein, natürlich okay. Nicht. Aber nicht einfach aufstehen. Vorher werden die Hände abgeklatscht. Warum machen wir das? Ja, weil wir ein Team sind. Nein. Das kam aus tiefstem Herzen. Applaus. Oh, was gucken Sie denn so traurig? Und jetzt räumen wir alles ab, was verloren hat. Was hat denn noch alles verloren? Der HSV, das ist eine sichere Antwort, das gilt immer. So, Herr Krause. Ja. Mischen. Mischmasch überkreuzt, 312 Karten. Ladies and Gentlemen, Achtung, Damen und Herren. Langsam. Mischmasch mit 312 Karten. Das war ein Zaubertrick. Das habe ich vergessen, vorher zu sagen, dass ich dann ein Ass in der Hand habe. Ein okay. Ass. Das heißt, er bekommt jetzt Falle das Vierfache davon. Das Achtfache. What? Das Achtfache? Glücksspiel ist super. Das Achtfache. Herr Krause, Sie sind ein hoffnungsloser Fall. Jetzt Ihre offene Karte. Eine 10. Eat this, bitches. Sie waren ausgenommen. Ich meine nur die beiden Bitches. Wir freuen uns natürlich schon, dass der Gast gewinnt. Ja. Weil wir leben ausschließlich vom Trinkgeld. Nein. Natürlich. Und sonst, wenn, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, ihr habt jetzt, sagen wir mal, einen Betriebsausflug nur mit Schwaben.
Naja, auch wenn die Schwaben Glück haben, werden sie natürlich uns dann Trinkgeld geben. Sie kennen die Schwaben nicht. Vielen Dank. Ich habe sehr viel gelernt. Ich finde Spielen super. Herr Krause. Glücksspiel ist eine sehr vernünftige Sache. Das finde ich toll. Man kann es vor allem Kindern empfehlen. Vielen Dank. Vogel, guck mal, ein Vogel. Hallo. Sie sind von der Security? Schauen Sie mal, ein Vogel. Heute im Jackpot, meine Damen und Herren, Sascha und die Showband. Ich freue mich sehr auf meinen Gast heute, meine Damen und Herren. Er ist mal wieder bei uns und es ist immer eine ganz, ganz große Freude. Er hat ein neues Album und das ist was ganz Besonderes, weil es ist das erste deutschsprachige Album. So sieht es aus. Er ist, ich will sagen, einer der erfolgreichsten internationalen und nationalen Künstler der Bundesrepublik Deutschland und einer der sympathischsten obendrein. Wir freuen uns alle sehr, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Sascha! Yeah, vous êtes très joli, monsieur. Je t'adore. Merci beaucoup. Très bien, très bien. Aujourd'hui. Sascha. Aujourd'hui. Mesdames et messieurs. Sascha. Merci beaucoup. Oh. Merci. Ich kann sehr gut Franzosen. Ja. Englischen Akzent. So. Ich zu glatte Hose angezogen. Tut mir sehr leid. Wir machen das Sofa selten sauber. Was? Und du weißt halt nie, was für Gäste da vorne. Ah, das ist schön. Ja. Tschüss. Sollen wir dir ganz kurz den Hintern abschleifen, damit du besser Grip hast? Du, das kannst du gerne übernehmen. Wenn du ich. Danke. Okay, das war sehr gut. Viel besser. Vielen Dank. Yeah. Das war. Merci beaucoup. Befremdlich und schön zugleich. Ja, das ist oft so im Leben. Hast du eine Zigarette für mich jetzt? Ich könnte ich würde jetzt wieder anfangen. So schön, dich hier zu haben. Mann, ist das lange her. Ja. Und es ist so lange her, dass du inzwischen plötzlich Sinneswandlungen durchmachst und sagst, hey, Englisch habe ich genug gesungen, spanisches Album kommt noch. Aber kommt noch, versprichst du mir, ja? Ja. 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 Oder italienischer Hip-Hop, ich weiß es noch nicht. Italienischer Hip-Hop würde mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt ein ich hab mir 3-4 Mal angehört und dachte, der muss doch jetzt mal, nein, das ist tatsächlich komplett deutschsprachig. Ja, mein erstes Album auf Deutsch. Warum? Gute Frage. Ja, und ich bin mir sehr, sehr sicher, ich bin der Erste auf dieser Promotour, der diese Frage stellt. Ja. Du bist der Erste und deshalb muss ich auch so lange überlegen. Ja. Ich habe noch gar keine Antwort parat. Lass mich mal überlegen, warum denn Deutsch? Es hat mich erwischt. Also ich habe schon sehr lange... Nein. Okay. Und wenn, dann ist jetzt eh zu spät. Das stimmt. Ich habe an deinem Hintern gerieben. Oh Gott, das geht in die Annalen. So weit wollte ich es nicht kommen lassen, aber gut. Ja. Wollen wir gleich mal einen Tiefflug starten, auf Reiseflughöhe kommen. Es ist so, also ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, viele Gedanken, sehr oft Gedanken darüber gemacht. Und das habe ich aber nie jemandem erzählt, dass ich schon auch Versuche hatte, auf Deutsch zu schreiben. In der Mitte der 90er ging das los mit meiner Band damals, da habe ich so Songs geschrieben. Einer hieß, kann ich mich noch daran erinnern, hieß Lass uns tanzen, Baby. Und... Klingt schön. Zu lang. Das klingt voll gut, ja. Also lass uns tanzen, Baby. Der war ganz gut, der war so ein bisschen funky, aber dann hat es mich doch, dann war es wieder vorbei, die Lust daran. Und so ging das alle 5-6 Jahre. Und dann habe ich meine Zeit gehabt, da habe ich dann nur lustige Lieder gemacht. Also ein Lied hieß zum Beispiel Eine Nacht in dir. Ein Song über ein Wohnmobil. Ja. Das ist ja. Ganz
Ich weiß nicht, ob ich es mal auf die Kette kriege. Das ist, glaub ich, glaub es gibt es wirklich, das Lied? Es gibt es wirklich. Nein, ich habe es wirklich, ich hab's wirklich mal komplett geschrieben. Und dann habe ich gedacht, vielleicht wird das ja was. Wie ist denn der Refrain? Es ging so los. Jeden Tag stehe ich vor deiner Tür und ich frag mich, was hast du aus mir gemacht? Deinetwegen und auch nur wegen dir habe ich extra noch den Führerschein gemacht. Doch du lässt mich nicht rein. Und es geht weiter. Doch heute Nacht, da hol ich mir einen Stein, werf ihn rein und schlaf in dir ein. Ich brauch nur eine Nacht in dir. Das ist ja großartig. Wieso ist denn das kein Hit? Ja, es war dann irgendwann so zwischen. Es war irgendwann. Fühlte sich das an, so zwischen die Ärzte und die Doofen. Und dazwischen. Weiß ich auch nicht, hätte mir einen anderen Namen geben müssen. Und jetzt vor 2 Jahren, also eigentlich so mit der ersten Staffel von Sing Mein Song, hat es dann bei mir so ein bisschen gefunkt. Und da habe ich gedacht, so jetzt wird es langsam Zeit, dass ich ein deutsches Album mache. Und der Anfang war gar nicht so schwer, wie ich dachte. Ich dachte, es wird viel schwerer. Und dann floss alles so raus und das war wunderschön. Das war so eine kleine Erleuchtung. Und jetzt ist es mal wieder ein Riesenerfolg. Jetzt ist es raus und ich bin sehr happy. Bist du ein Schlüsselkind? So heißt das Album, Schlüsselkind? Warst du einer, der zu Hause... Teilzeit-Schlüsselkind. Das heißt? Das heißt immer, also meine Mutter war alleinerziehend und immer wenn sie Arbeit hatte, dann kam es vor, dass ich alleine nach Hause kam. Und das ist manchmal traurig und manchmal aber auch nicht so schlimm, weil je älter man wird, ne, dann ist man ganz froh, wenn man mal ein bisschen Zeit Schlüsselpubertierender. Ja. Und dann ist eigentlich das dann ganz gut. Ja, also ja. Zeit für sich. Ja. Das ist sehr, sehr gut. Ja, ja. Kenne ich gut. Also ich habe dann gelesen halt die meiste Zeit. Gelesen. Ich habe Star Trek geguckt. Ja, habe ich auch. Gelesen und Star Trek geguckt. Also zwischen dem Onanieren immer so. Du bist ja ein internationaler Superstar und jetzt bist du gerade auf so einer Deutschland-Promo-Reise und es gab aber auch Zeiten, da warst du wirklich auf der ganzen Welt unterwegs und bis in Thailand, glaube ich sogar. Du hast sogar schon in Thailand Promo gemacht. Das habe ich jetzt erst. Das ist mir erst klar geworden. Das ist doch wahnsinnig skurril wahrscheinlich. Das ist sehr skurril. Also es ist wirklich skurril. Vor allen Dingen war da ein Song auf Nummer 1, also Nummer 1 im Radio, der in Deutschland gar nicht so bekannt war. Welcher war das? Owner of My Heart. Mochten die Thailänder sehr. Ich wusste nichts davon, dass das ein Hit ist und bin da hingefahren, um Promo zu machen. Und ich wurde am Flughafen empfangen von 2.000-3.000 Thai-Teenagern. Und ich hatte damals noch ein bisschen längere Haare und die waren sehr blond. Und dann haben die immer so da reingegriffen und immer so, Sascha, Sascha, beautiful, beautiful. Very beautiful, Sascha, hallo, Sascha, very beautiful. Und das war sehr nett. Und mit Polizeieskorte und dann am Hotel, das war ein ganz tolles Hotel, da standen dann so die Leute so Spalier. Das ist mir noch nie passiert bis dahin und auch nie wieder. In Deutschland macht man das nicht, ne? Nein, nicht. Da geht man einfach rein und wer waren Sie nochmal? Ja. Kostenübernahme. Ja, genau, das. Und da war das dann so richtig so hier und dann mit hochbringen aufs Zimmer und im Badezimmer vor der Badewanne. Ganz kurz, aber du hast die riesen Fernseher. Also Teenager hast du nicht mit aufs Zimmer genommen, ne? Nicht, dass man da falsche Schlagzeilen produziert. Ja, also ich muss die kurz vor der Tür noch ab. Laufen. Ah, oh, Sascha. Ja. Wie oft musstest du dir jetzt anhören, der Sascha hat ein neues Album, es ist deutsch gesungen, übrigens auch mit sehr persönlichen Texten. Also man hat den Eindruck, das ist wirklich der Sascha, der da so erzählt, ne? Also ja, das ist schon du. Auf jeden Fall, also extrem. Also ich glaube, so doll habe ich das noch nicht gemacht. Ich bin auch noch nie so weit in meine Kindheit zurückgegangen und so. Also Schlüsselkind, du hast es schon angesprochen und ist auch ein Song auf dem Album, wo es halt darum geht. Und dann so, wie mein Werdegang war und auch was jetzt gerade so los ist. Also gibt einen Song, damit fängt das Album an, heißt Weiße Weste. Und da geht es darum, dass man eigentlich mit einer reinen weißen Weste geboren wird und dann aber dafür sorgt, dass sie ordentlich schmutzig und rissig wird im Laufe der Jahre. Was ich gut finde. Also das kann man doof finden, kann man aber auch gut finden. Was ist denn der größte Schmutz und der tiefste Riss in deiner einst so weißen Weste, Sascha? Die Frage brauchst du gar nicht beantworten, ich fand sie einfach so nur geil. Ich dachte, ja, das ist eine geile Frage. Aber ich hätte jetzt auch überhaupt keine Antwort gehabt. Ich habe mich jetzt getroffen wie ein Schlag. Deine Weste ist ja immer noch sehr weit. Du bist ja wirklich auch einer von den Netten. Es gibt keine Skandale, es gibt irgendwie keine Celebrity-Fotos, wo du 20 Thailänder-Teenager irgendwie bei dir hast oder so. Du bist wirklich einer der wirklich sympathischen, bodenständigen, netten Stars. Gute Anwälte. Ja. Gib mir gleich mal die Nummer.
Wie oft muss man sich denn anhören, das ist jetzt aber schon Schlager, ne? Weil da kommt sofort der Reflex von so Musikjournalisten und Feuilletonisten, jetzt singt er Deutsch, jetzt gibt es aber schon so eine Schlagerecke. Das ist ja dann, ich glaube, automatisch, bevor man das Album hört, könnte man dieses Vorurteil haben, wenn Sascha auf Deutsch macht, dann wird es Schlager, ja. Also ohne sich anzuhören. Also vielleicht einfach anhören. Das werden wir ja gleich tun. Wir werden gleich Polaroid live hören. Aber vorher wollen wir, weil wir sagen, hey, der Sascha ist da. Es ist ein sehr guter Reimer. Und ich glaube, auf die Art, was wir jetzt gleich spielen, sind auch viele deiner Songs entstanden. Wollen wir ein Spiel spielen. Ja. Ich möchte ein Spiel spielen. Mach ich dir Angst? Gut. Sehr, sehr gut. Mach ich Ihnen zu Hause Angst? Oh. Gut. Ein Spiel, das wir schon lange nicht mehr gespielt haben. Es nennt sich Reim auf Schmerz. Es funktioniert folgendermaßen. Wir hören jetzt nicht so ganz bekannte Schlager, Refrains und Strophen. Und dann halten wir irgendwann das Lied an. Ich kenne sie auch nicht, also ich spiele fair mit. Und dann, wenn das Lied angehalten wird, müssen wir ganz schnell und spontan diesen Reim beenden. Am besten ohne groß nachzudenken. Es muss sich am Ende reimen. Hast du Lust auf dieses Spiel, Sascha? Selbstverständlich. Fair Pierre. Sehr gut, hier bei der Fair im Krause Show. Wir spielen Reim auf Schmerz. Also alles absolut nicht geprobt, damit wir das fair spielen. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Du darfst es aussuchen. Fang du mal an, damit ich weiß, wie es geht. Okay, okay. Also wir hören jetzt einen Schlager, der nicht so bekannt ist. Was hören wir denn jetzt? Wir hören jetzt Franziska, mein Prinz. Franziska, mein Prinz ist der Name oder heißt... Nein, Franziska ist die Sängerin, mein Prinz ist der... Franziska, mein Prinz. Mein Prinz ist der Titel. Okay. Schönes Video, wirklich. Okay, guckt also euch an. Wir sehen das Video und dann hältst du irgendwann an und dann singe ich zu Ende. Hey, hey, mein Prinz, lass den Zauber beginnen. Ist für uns beide gemacht. Hey, hey, mein Prinz. Aber das ist wahrscheinlich wirklich der Text, ne? Das ist wahrscheinlich wirklich der Text. Ah? Die heutige Nacht ist für uns beide gemacht. Das kommt die gut, könnte heutige gut hinkommen. Nacht hat uns gar nichts gebracht. Hat uns gar nichts gebracht. Hey, hey. Ist schon naheliegend. Ist schon naheliegend. Komm hier aufs Ganze. Ich weiß doch, du kannst es. Die heutige Nacht wird uns sterblich gemacht. Ah, natürlich. Ja. Sehr gut. Okay, okay, okay. Es ist nicht wirklich ein Punkt für mich. Jetzt sagst du. Okay. Ja. Was, das was Duo Sunrise, ein schönes Mädchen wie du. Sind es diese, die ich will? Ein Bouquet aus Rosen wird dir nicht gerecht. Ein Bouquet aus Rosen wird dir nicht gerecht. Ich öffne meine Hosen und dann wird dir schlecht. Das ist richtig gut. Das ist die Lösung. Ich bin überzeugt, das ist die Lösung. Ein Bouquet aus Rosen wird dir nicht gerecht. Du küsst nicht mal so schlecht. Pfiffig! Das Duo an Sunrise Duo. Da ist eine versteckte Botschaft. Frech. Da, also, frech ist das. Küsst gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Besser als meine Mutter. Nur mit weniger Zunge. So stelle ich mir die vor. Da haben wir noch einen? Ja, natürlich. Okay. Melissa Naschenweng. Wie? Nochmal. Melissa Naschenweng. Naschenweng? Naschenweng. Du verarschst uns. Ja, ist wirklich so, ist ein Naschenweng. Okay. Die ganze Nacht. Wild und jung, für jeden Spaß bereit. Wenn man so zurückdenkt, a richtig gute Zeit. Ich denk sehr oft, wie das jetzt mit uns wär. Es wär bestimmt halb so gut wie mit dem Pierre. Wir kennen uns. Juristisch nicht. Juristisch, wir kennen uns. Das ist meine Ex. Naschenbang. Yeah. Naschenbang. Ja. Haben wir noch ein, vielleicht was von... Ja, willst du keine Auflösung hören? Ach so, nee, ich dachte, jetzt kommt was von Brigitte Bukake. Aber gut, dann schauen wir die Auflösung. Naschenbang. Ich denk sehr oft, wie das jetzt mit uns wär. Doch die Erinnerung macht's erst richtig schwer. Ah
Ah ja, gut, aber war einfach. So kann es ja jeder. Ja, ja. Ich wollte noch eins machen. Ja, eins? Komm. Ja, komm. Ihr müsst sagen, jetzt gemeinsam, würde ich sagen. Wir machen okay? Eins gemeinsam. Mhm. Wer schneller, wenn es schneller einfällt, der darf. Stefan Peters singt ein Lied über Baden-Baden. Ich lebe hinterm Mond. Ich lebe hinterm Mond. Sascha, Ladies and Gentlemen, hat dieses Spiel, das gar nicht nach dem Punkteprinzip funktioniert, gewonnen! Das war rein auf Schmerz! Wow. Sascha hat dieses Spiel gewonnen, meine Damen und Herren, und Sie haben jetzt auch gewonnen, nämlich Sascha live hören. Das ist das aktuelle Album Schlüsselkind, komplett auf Deutsch. Und hier kommt eine wunderbare Nummer, sie heißt Polaroid. Hier ist Sascha! Dankeschön, vielen Dank. Sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut, dieser Sascha. Danke. Vielen herzlichen Dank. Sascha, Ladies and Gentlemen, Schlüsselkind, das deutschsprachige Album. Ein sehr, sehr, sehr schönes Album. Vielen Dank an Sascha. Nächste Woche ist Alexander Bommes mein Gast. Es singt Marie. Ihnen gute Nacht. Wir sehen uns wieder. Auf Wiederhören.